Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 20. Dezember 2017? Sonne befindet sich noch in Tierkreiszeichen Schütze. Sonne ist das Licht, bringt etwas ins Licht, klärt etwas. Damit öffnet unserem Augen und wird klar und deutlich. Das sind Erkenntnisse. Und Sonne bekommt einen Einfluss von Speculum. Dieser Stern Speculum befindet sich in die Pfeil der Schütze. Und dieser Pfeil der Schütze zeigt in eine bestimmte Richtung. Und es ist nichts anderes als die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und Sonne vermittelt diese Botschaft für uns, das bedeutet Ziele setzen und nicht ablenken lassen, nicht aufgeben, sondern konzentriert bleiben. Das ist das Kern. Und in diesem Richtung, zielbewusst in diese Richtung uns bewegen. Das ist die Botschaft dieser Sonnenenergie und Speculum. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Es hat die zunehmende Mondphase begonnen. Immer nach Neumond, weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond empfängt die Licht von der Sonne und bei dieser Bewegung immer mehr Licht bekommt, also beginnt dann die zunehmende Mondphase. Das eignet sich immer für etwas starten, beginnen, was vermehren soll, was wir ausbreiten möchten oder Gewinn machen möchten. Aber es eignet sich nicht, beginnen zum Abnehmen. Dazu ist besser, eine abnehmende Mondphase wählen. Mond hat auch einen Einfluss von Deneb und Altair und Vega. Und es ist eine ganz schöne Liebesgeschichte und das erzähle ich auch gerne. Das kommt, diese Erzählung von der chinesischen und von japanischen Mythologie. Es gab einmal ein Hirtenjunge und hieß Altair. Und oben im Himmel gab es ein Fee und sie hieß Vega. Und dieser Vega verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Die beiden haben sich verliebt und verheiratet und Vega hat auch gearbeitet als Weberin. Das war dieser Liebespaar, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser, also der Sonne, entdeckte und erzählte zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin, und damit meinen die Chinesen die Mond, und sagte zu der Himmelskaiserin, schau mal zu, die eine Fee von uns lebt auf der Erde. Was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte dann, sie muss wieder zurück ins Himmel. Wir holen sie wieder. Und dadurch waren die beiden Liebenden getrennt. Und so ist auch im Himmel bei den beiden Sternen Altair und Vega, und es gibt wirklich diese Sternen im Himmel, trennt die Milchstraße. Und die beiden waren traurig, weil sie haben sich geliebt. Und dann kam Deneb und hat bei den beiden geholfen. Und dieser Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Was hat Deneb gemacht? Deneb hat eine Brücke gebaut über diesen Fluss aus Schwanen. Und auf diesem Brücke aus Schwanen, da treffen sich die beiden Liebenden einmal im Jahr, im siebten Tag, im siebten Mondmonat.
und es wird gefeiert in China und Japan als der Tag der Liebe. Und so haben sie sich vereint. Interessant ist zu wissen, dass unsere Erde hat eine Erdachse und diese Erdachse zeigt Richtung Polarstern oder Nordpol im kleinen Bär. Und der Planet Mars hat auch eine Achse, Marsachse, könnte ich sagen. Und die Achse des Marses zeigt genau an diesem Stern Deneb im Sternbild Schwan. Vielleicht ist da auch eine Verbindung. Immerhin ist Mars der männliche Liebesplanet. Mal zum Nachdenken. Und das ist die Liebesgeschichte dazu. Und diesen drei Sternen, Altair, der Hirtenjunge und die Weberin, diese Fee Vega und Deneb, der geholfen hat bei den beiden Liebenden, diesen Sternen bestrahlen gerade die Mondbewegung. Und Mond nimmt diese Energie auf und vermittelt uns weiter. Was sagt es für uns? Entweder sollen wir Brücke bauen, auf anderen zuzugehen, mit jemand zum Treffen, und es handelt sich natürlich um die Liebe, kann auch bedeuten, dass eine dritte Person vermittelt etwas und hilft, diese Brücke zu bauen. Und das ist die Botschaft, die Mondenergie. Die Chinesen bezeichnen die Bewegung Sonne und Mond, oder wie sie sich nennen, der Himmelskaiser und Himmelskaiserin, dass sie befinden sich in bestimmten Palästen. Mond bewegt sich gerade im Palast des Nordens in den schwarzen Schildkröte. Immer wenn sie in einen Palast eintreten, erstmal ziehen sie zurück in die Mitte. Und die Mitte wird vom Polarstern und von Saturn beherrscht. Das ist die Ruhe, die Planung, die Vorbereitung und erst dann kommt die Bewegung. Gestern befand der Mond noch in Mitte des Palastes, im Palast des Nordens, in diesem schwarzen Schildkröte, aber ab heute hat die Mitte verlassen, das heißt Schritte machen, etwas kommt in Bewegung und es ist auch gut so bei einer zunehmenden Mondphase. Es vermehrt sich etwas und dieser Einfluss, diese Energie vermittelt gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Dann stelle ich nochmal die Frage, wo bewegt sich unser Planet Erde? Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillingen und hat auch einen Einfluss von Menkalinan. Und diesem Stern Menkalinan bestrahlt gerade unseren Planet Erde. Und wo sollen wir suchen, diesen Stern? Bei den Fuhrmann, genau. Dieser Stern befindet sich in Sternbild Fuhrmann. Die Namen kommen von Arabischen und heißt übersetzt die Zügel diesem Wagen. Dieser Wagen bewegt sich natürlich auch und dieser Stern sagt aus, wir sollen die Zügel selbst in Hand nehmen. Und so kommt etwas in Form, Materie, das was unserem Planet Erde vermittelt. Das ist unser Heimatplanet. Und das ist auch eine Botschaft, wenn wir etwas befestigen wollen und wir brauchen dieses Gefühl, ein fester Boden unter unseren Füßen, dann sollen wir momentan die Zügel selbst in Hand nehmen. Also das sind die Einflüsse, aber dazu kommen noch die Planeten auch. Und wir schauen an, wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock Geborenen ist wichtig ein Thema, die Selbstbild, die Selbstdarstellung. Da passt ganz gut, die Züge selbst in Hand zu nehmen, konzentriert bleiben, die Ziele nicht aufgeben. Und das ist wichtig, die eigene Meinung zu bleiben, die eigenen Ziele zu verfolgen.
Da fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas gebremst. Warum? Weil sie spüren, dass etwas Neues kommt. Es beginnt etwas Neues und dazu ist wichtig, etwas verabschieden, von etwas trennen oder etwas loslassen. Und das ist die Prozess gerade, was die Steinbockgeborenen trifft. Entweder neigen sie dazu, etwas festzuhalten und damit bremst es alles, dieser Wagen, damit in Bewegung kommt. Oder kann auch bedeuten, dass sie Angst haben von Neuanfang. Und hier ist die Aufgabe, selbst die Zügel in Hand zu nehmen, von alles verabschieden, was hindern kann. Oft sind es unseren eigenen Gefühlen, wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst, also all diesen Gefühlen loslassen. Und keine Angst von diesen Veränderungen. Wenn die Steinbockgeborenen das überwinden können, dann sind sie befreit und bewegt sich alles nach vorwärts. Bei den Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist immer ein wichtiges Thema Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und das ist die Bewegung und die Wassermanngeborenen können das momentan im Fluss zu bringen, so dass alles in Form kommt. Wo beginnt das alles? Energetisch beginnt es in Selbstwertgefühl und dann im Vertrauen bleiben und um die Finanzen kümmern. Das trifft jetzt nicht alle Tierkreiszeichen, die haben anderen Themen, aber das ist jetzt sehr aktuell bei den Wassermanngeborenen. So kommen die Finanzen, die Werte, die Wertschätzungen, all das in Form. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos oder unbeweglich. Das kann auch sein, dass die Auto nicht richtig läuft gerade oder sie sind müde, wollen sie aber Sport machen und trotzdem ist die Unbeweglichkeit da. Also das kann ein Thema sein. Es ist auch möglich, dass sie gerade mit einer männlichen Person Stress haben. In anderen Planeten haben aber einen sehr guten Einfluss auf den Wassermanngeborenen. Also in Finanzen ist eine Verbesserung, wenn Sie um die Finanzen, um die Wertschätzung kümmern. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei vielen Wassermanngeborenen meldet sich jemand von der Vergangenheit. In die Liebepartnerschaft haben auch Glück. Und haben auch Veränderungen. Die einzige, was momentan die Wassermanngeborenen hindern kann, wenn sie kraftlos fühlen oder wenn etwas nicht in Bewegung kommen, es ist nicht die Werte, es ist nicht die Finanzen, weil die Finanzen kommen im Fluss, sondern damit meine ich alles, was mit Kraft bewegt, wie Sport oder Auto, also das kann vielleicht bei einer oder anderen Wassermanngeborenen gerade eine Thema sein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch eine sehr aktuelle Thema, die Werte, so ähnlich wie bei Wassermanngeborenen, Werte, Wertschätzung, Preise, das Geld, um die Geld kümmern und das im Fluss zu bringen, damit Stabilität und Sicherheit kommt. Und es ist ein sehr guter Zeitpunkt für die Fischengeborenen, um die Werte, um die Finanzen kümmern. Sie haben auch Glück oder Gewinnchancen gerade. Wo die Fischengeborenen achten sollen, das sind die Verträge, das sind die Termine und die Gespräche. Es ist etwas betrügerisch. Entweder kommt eine Nachricht, und das entspricht nicht die Wahrheit. Oder haben Sie einen Vertrag und es scheint betrügerisch zu sein und funktioniert nicht.
Oder kann auch passieren, dass Sie warten auf eine Nachricht und es kommt nicht und fühlen Sie sich enttäuscht. Also Enttäuschung und Täuschungen sind möglich bei Kontakten, bei Gesprächen, bei Verträgen. Das ist die einzige Hindernis, gerade bei den Fischengeborenen, was Sie aber sehr gut jetzt vorteilhaft nützen können, wenn Sie um die Finanzen kümmern. Und bitte momentan kein Geld ausleihen, weil besteht die Gefahr, dass es nicht zurückkommt. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, dass Sie wahrnehmen, dass eine Veränderung kommt. Und so ähnlich wie bei Steinbockgeborenen, das sind die gleichen Themen. Damit diese Veränderung kommen kann, sollte man aufräumen, von etwas loslassen oder von etwas trennen oder etwas kündigen, weil das sind die Hindernisse gerade bei den Veränderungen. Und das sind oft Ängste oder eigenen Gefühlen, was hindert. Von all diesen Gefühlen verabschieden, damit alles im Fluss kommt und in Bewegung kommt und zum Erfolg. Bei den Wiedergeborenen, es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues starten. Lieber warten, bis der Mond im Tierkreiszeichen Wassermann ist, weil da entstehen Hindernisse, wenn man diesem Energie etwas Neues beginnt. Wichtig ist momentan ein Plan, zum Wissen, welche Richtung sollte es gehen, welche Veränderungen kommen und überprüfen, was sollte man verabschieden, was sollte man noch entfernen, damit es ungehindert zum Erfolg führt. Die Tierkreiszeichen Stiergeborene ist ein wichtiges Thema, die Zuhause, das eigene Zuhause. Da kommen Veränderungen, vielleicht ein Umzug oder Sie werden die Zuhause momentan verschönern oder kommt eine Reparatur. Kann auch bedeuten, dass Sie gerade genießen, diese Ruhe zu Hause zu sein und Sie brauchen diese Ruhe. Aber es ist auch wichtig, dass Ihre Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen und wenn das sich ergibt, beruflich oder in die Liebe, dann auch aktiv sein und die Kontakte pflegen und anderen auf anderen zuzugehen. Also brauchen Sie nicht nur die Ruhe, sondern eine gewisse Bewegung auch. Oder Sport ist auch gut möglich, dass es auch einen Ausgleich gibt. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema. Die Kraft einsetzen in beruflichen Situationen. Und Sie haben auch neue gute Möglichkeiten, beruflich etwas starten, etwas verbessern. Bei vielen Wassermann, bei vielen Zwillingsgeborenen ist auch wichtig die gesunde Ernährung momentan. Sie kümmern um ihre Körperpflege oder Gesundheit. Sie möchten auch fit bleiben. Was für die Zwillingsgeborenen auch wichtig ist, dass sie Lebensfreude haben oder eine Hobby. Und das gibt die Kraft. Und was noch wichtig ist, auf anderen zuzugehen, die Gespräche suchen. Besonders, wenn es um Liebepartnerschaft handelt, weil die andere hat diese Erwartung, braucht Aufmerksamkeit oder wartet auf eine Nachricht. Und da sollen die Zwillingsgeborenen aktiv sein, aber soll das auch nicht einseitig sein, sondern damit bewusst sein, dass die Kontakte suchen oder Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen, dass es schön im Gleichgewicht bleibt. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Sie haben aber das Gefühl momentan, dass unerfüllt ist oder haben mehr Erwartungen, aber sie sollen im Bereich Liebe, Partnerschaft befreit fühlen und nach Gefühl handeln. Also sie brauchen sich nicht einschränken oder eingeengt fühlen, sondern nach Intuition, nach Gefühl handeln. Wenn sie dieses Bedürfnis haben, andere zu schreiben oder sagen, etwas über die Gefühle, dann sollen die Krebsgeborenen frei fühlen und das auch tun. Also nicht diese Einschränkungen, vielleicht kommen diese Einschränkungen von sich selbst, weil sie das nicht zutrauen oder haben vielleicht ein Bedenken, oh, wenn ich über Gefühle spreche, vielleicht zieht sich die anderen zurück. Nein,
einfach frei sein und nach Gefühl handeln. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe und auch die Karma, karmische Liebe, karmische Begegnungen, karmische Lernaufgabe, das sind ein längerer Prozess jetzt für die Löwengeborenen. Was noch zum Erwarten ist, dass das wirklich in die Liebepartnerschaft jetzt etwas in Bewegung kommt und wir das auch aktiv sind, das ist ein schöner, guter Einfluss gerade. Und Gespräche sind auch zum Erwarten, das ist auch schön und angenehm. Und viele Löwengeborenen erleben das dann, dass jemand sich von der Vergangenheit meldet. Die Tierkreis zeichnen Jungfrau Geborenen befindet sich in einer Wandlung, einer Veränderung. Und da kommt jetzt die Stabilität. Sie haben das Gefühl, dass das alles, sie haben alles im Griff. Und es ist auch wichtig, dass das nicht nur nach Verstand handeln, sondern auch nach Gefühl. Weil das, was die Jungfrau Geborenen in sich diese Stärke entdecken, die Intuition, und lassen sie sich inspirieren. Die Tierkreis zeichnen Wagen Geborenen ist wichtig, eine Reise, eine Veränderung, eine größere Veränderung oder ein Umzug oder ein Studium. Sie bekommen neue Erkenntnisse und es ist einiges in Bewegung. Die fühlen sich zwar noch unsicher, weil es kommen viele neue Eindrücke und in den kommenden Tagen vielleicht sogar kommt Zweifel, aber bleiben sie im Vertrauen, weil das kommt auch zum Erfolg und wo sie auch Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft, definitiv. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen haben einzigartige Energie. Das ist Aufstieg, das ist Anerkennung. Sie bekommen jetzt Ansehen, sie werden respektiert und sie spüren auch diese Kraft in sich. Und mit dieser Kraft können sie einiges bewältigen, beruflichen Ansehen. Aber Glück auch in die Liebe, Partnerschaft, sehr viel Emotionen, sehr viel in Bewegung. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen ist so ähnlich. Die einzige, was momentan die Schützengeborenen stören kann, das ist eine falsche Nachricht oder ein Gespräch, was die Schützengeborenen nicht vertrauen können, kann auch passieren, dass sie warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin und es kommt noch nicht und das führt zum Enttäuschung. Also bei der Kommunikation kann das zu Missverständnis führen oder ist etwas betrügerisch und bitte achtsam sein auf die Verträge, lieber nochmal überprüfen. Ansonsten ist eine wunderbare Energie und es ist auch Ansehen, eine Steigerung in allen Lebensbereichen, auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. So erleben sie die Schützengeborenen. Nur auf die Nachrichten achten, nachfragen, ist das die Wahrheit oder ist es nicht. Kann auch ein Rat sein, was eher Nachteil ist für die Schützengeborenen, lieber in eigenen eigenen Meinung bleiben. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein. Was ich noch erwähnen möchte, es besteht alles aus Energie und ich lege großen Wert darauf, diese Energie zum Harmonisieren. Was die kosmische Energie betrifft, das ändert sich Tag zu Tag, das ist eine Wandlung. Das, was ich auch bei den Tageshoroskopen vermittle. Aber es ist auch wichtig, welche Energie wir selbst haben. Und das liegt an uns selbst, von unserem Inneren, wie wir denken und fühlen. Und das sollen wir immer darauf achten, weil all das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Aber einen Einklang zu kommen in verschiedenen Energiefelder, wie andere Menschen haben auch was Eigenes. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch strahlt was Einzigartiges aus. Und auch die Räumlichkeiten, auch die Orte haben auch was Eigenes. Es kann störend sein, es kann auch harmonisierend sein, aber es gibt immer wieder mal Methoden, wo man das harmonisieren kann. Und so bekommt man das Gleichgewicht und hat einen Zugang zum anderen oder
bringt mehr Glück, kommt mehr im Fluss. Und das all das schön ausgleichen, ich würde mal so bezeichnen, ausgleichen, biete ich auch dazu Hilfsmittel an. Und das all das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und wenn Sie da Fragen haben, können Sie gerne stellen. Und ich empfehle noch auch die Blitzberatungen, weil es auch sehr gut ankommt. Und es geht auch blitzschnell. Wenn Sie befinden sich in einer Lebenssituation und treffen Sie Entscheidungen und brauchen einen Rat oder haben eine Frage, dann schreiben Sie ein E-Mail und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Was ich dazu benötige, die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und mein Honorar beträgt bei diesem Art von Beratung pro Frage 10 Euro. Und die E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.